Es sind häufig kleine Dinge im Leben, die große Bedeutung haben. Auf unser liebstes Hobby bezogen ist natürlich die Rede von Indie-Games. Da gab es 2016 eine Menge Highlights zu bewundern. Ohne ein millionenschweres Vermögen im Nacken haben viele unabhängige Entwicklerstudios fesselnde und teils überaus kreative Spiele auf den Weg gebracht. Eine Auswahl der Indie-Perlen zeigen wir in diesem Video. What's in this cave down here? Firewatch ist ein wunderschönes Adventure mit charmanten Charakteren und toller Story. Die rührende Geschichte dreht sich um Henry, der einen Job als Waldbrandwächter annimmt. Er flüchtet in die Isolation der Wildnis, um einen tragischen Schicksalsschlag zu verarbeiten. Doch alles kommt anders als gedacht. Statt im stillen Trübsal zu blasen, lernt er seine Kollegin Delilah kennen und lieben. Firewatch zeigt die Protagonisten der Story nicht. Stattdessen werden die Charaktere ausschließlich über Gespräche charakterisiert, die wir mit dem Walkie-Talkie führen. Die Dialoge sind grandios geschrieben und strotzen mitunter nur so vor Humor. Das fördert das Kopfkino, denn schon bald beginnen wir uns ein eigenes Bild von Delilah zu malen. Während wir den malerischen Nationalpark erkunden, sorgen überraschende Twists in der Story für Hochspannung. Schade nur, dass die Spielzeit mit rund 4 Stunden knapp bemessen ist und das Backtracking durch die immer gleichen Gebiete zuweilen nervt. Trotzdem ist Firewatch eines der Spiele, die uns lange im Gedächtnis hängen bleiben. So, what's wrong with you? Excuse me? People take this job to get away from something. So, what's wrong? Erinnert ihr euch an Titan Quest? Die Entwickler haben nach der Auflösung von Iron Lore kurzerhand ihr eigenes Studio gegründet. Grim Dawn ist eine geistige Fortsetzung von Titan Quest und ihr erstes Projekt. Es handelt sich dabei um ein Hack'n'Slay alter Schule, wie es sich Fans von Diablo 2 und Sacred lange gewünscht haben. Der Fokus liegt auf der Jagd nach immer besserer Beute. Die Monster Hearts verzichtet zwar auf bahnbrechende Innovationen, trotzdem fesselt einen das Geschehen für Stunden an den Bildschirm. Da wäre zum einen die umfangreiche und von Hand entworfene Spielwelt, in der unzählige Quests auf Abenteurer warten. 6 kombinierbare Klassen und viele Freiheiten bei der Charakterentwicklung sorgen für Langzeitmotivation. Obwohl es Grim Dawn zum kleinen Preis gibt, bietet das Action-RPG einen beachtlichen Umfang. Für einen Durchlauf müsst ihr knapp 30 Stunden einrechnen. Zum wiederholten Spielen verlocken einen anschließend höhere Schwierigkeitsgrade und die Aussicht auf bessere Beute. Stardew Valley ist eine der großen Überraschungen 2016. Die Harvest Moon-Kopie schlug auf Steam ein wie eine Bombe. 97% von über 40.000 abgegebenen Nutzerkritiken sind positiv. Grund dafür ist zum einen die charmante Retro-Optik, die nicht nur älteren Semestern die Freudentränen in die Augen treibt. Stardew Valley bietet zum anderen auch reichlich Tiefgang, ohne Einsteiger zu überfordern. Die simple Aufgabe: Wir müssen die alte Farm unseres Großvaters wieder auf Vordermann bringen. Angebautes Obst und Gemüse machen wir auf dem Markt zu Geld und bauen uns davon Ställe für Hühner, Kühe und Schweine. Außerdem fällen wir Bäume, zerlegen Steine, knüpfen Kontakte mit Dorfbewohnern, gehen fischen oder suchen in mit Monstern verseuchten Höhlen nach Edelsteinen. Dass sich dabei unsere Fähigkeiten verbessern, motiviert ungemein. Bemerkenswert ist, dass Stardew Valley von einem einzigen Entwickler kommt. Der US-Amerikaner Eric Barone hat den Hit allein zunächst für den PC entwickelt. Mittlerweile ist die faszinierende Farmer-Simulation aber auch für die Konsolen erhältlich. There is a great horror beneath the manor. Darkest Dungeon ist der reinste Wahnsinn, und das meinen wir nicht nur im positiven Sinne. Wahnsinn ist in dem zu Recht umjubelten Dungeon-Crawler ein entscheidender Faktor. Während wir unsere aus insgesamt 14 Klassen zusammengewürfelte Heldengruppe durch finstere Verliese scheuchen, müssen wir auf unsere Fackel achten. Die erlischt allmählich mit der Zeit, was die Chance auf Beute zwar erhöht, aber auch den Stresslevel der Gefährten beeinflusst. Ist der Stresspegel zu hoch, verfallen unsere Helden in Panik oder drehen sogar komplett durch. Da sticht sich die Priesterin vor lauter Hoffnungslosigkeit schon mal selbst ab. Deshalb stehen wir immer vor der Frage: Riskieren wir das Wohlergehen unserer Helden, um bessere Beute abzugreifen, oder gehen wir lieber auf Nummer sicher? Das ständige Abwägen der Risiken in Kombination mit den zufallsgenerierten Dungeons sorgt für Nervenkitzel und macht Darkest Dungeon zu einem der Indie-Highlights des Jahres. Darkest Dungeon.
Mit Limbo schuf Entwickler Playdead ein kleines Meisterwerk, das den meisten von uns vor allem durch die Schwarz-Weiß-Optik in Erinnerung geblieben ist. Das nächste Projekt der Dänen ist ebenso genial. Inside ist ein fabelhafter Puzzle-Plattformer, der seine Faszination vor allem aus der beklemmenden Inszenierung zieht. Das Spiel entführt uns in eine trostlose Dystopie, die Menschen ihren freien Willen raubt. Der Junge, den wir steuern, gehört zu den wenigen Ausnahmen und befindet sich deshalb auf der Flucht. Die deprimierende Geschichte kommt ohne erklärende Dialoge oder Bildschirmeinblendungen aus und mündet in einem verblüffenden Finale. Das mag einige Spieler frustrieren, bietet jedoch Spielraum für eigene Interpretationen und damit auch Gesprächsstoff. Etwas weniger originell, aber dennoch erstklassig sind die Puzzle- und Geschicklichkeitseinlagen. Die meisten Spielelemente sind wohl dosiert, deshalb wirkt Inside praktisch nie in die Länge gezogen. Ebenso wie man es von einem Meilenstein erwartet. Selbstverständlich wollen wir auch eure persönliche Meinung wissen. Welche Indie-Spiele haben euch 2016 begeistert und warum? Nennt uns eure Favoriten in den Kommentaren.